Okay, gut. Okay. Vladko Mikov, nun die. Nochmal. Vladko Mikov, die erste volle Saison nun beim HBW von Beginn an, letzte Saison in der Halbserie gekommen, die komplette Vorbereitung mitgemacht. Nun bist du noch nicht richtig Stammspieler, aber hast sicher die Motivation. Wo siehst du dich in der Zukunft beim HBW? Ja, am Anfang, wo ich bin gekommen, ich habe ein bisschen Pech gehabt mit den Verletzungen. Und jetzt ich sehe meine Chance auch viel so in Abwehr mehr bei Balingen und in zweite Welle. Und ich hoffe, dass ja, ich wäre auch ein Stammspieler. Du kamst aus der zweiten Liga, hattest früher schon einmal in der Bundesliga gespielt. Wie beurteilst du den HBW im Gesamten? Halle, Fans und Spielanlage mit Trainer? Ja, die Stimmung hat mir echt viel überrascht. Wo am Anfang, ich habe gesehen, die Zuschauer sind echt laut und die unterstützen uns viel. Und ja, das für mich war auch eine andere so Abwehr, wie heißt das, Abwehr, ja, Variante, wo hat unser Trainer gespielt und das hat ein bisschen am Anfang Probleme gemacht, aber jetzt habe ich alles mitgekriegt. Welcher Spieler beim HBW ist dir vor allem immer im Gedächtnis, welcher beeindruckt dich am meisten? Ja, momentan Roland, weil ich sehe ihn er ist so gut 1 gegen 1 und der ist richtig kräftig und der hat auch einen Überblick über das Spiel.